Organische Bedrohung existiert nicht, aber das NATO-Raketenabwehrsystem wird in Europa positioniert. Das heißt, wir hatten recht, dass diese Raketen nicht für die iranische Bedrohung positioniert werden. Wieder haben sie uns belogen. Das System funktioniert nun und wird mit Raketen ausgerüstet. Sie Journalisten müssen wissen, dass diese Raketen in Kapseln installiert werden und in den Tomahawk-Langstreckenraketen verwendet werden kann. Es bedrohen uns also Raketen mit einer Flugweite bis zu 500 Kilometer. Aber wir kennen diese Technologie und wissen auch, in welchem Jahr diese ausgebaut werden. Die Raketen werden dann imstande sein, bis zu 1000 Kilometer zurückzulegen. Und von diesem Moment an werden sie direkt unsere Atomwaffen bedrohen. Wir wissen Schritt für Schritt, was sie machen. Und sie wissen, dass wir es wissen. Sie erzählen Märchen und verbreiten diese unter den Bürgern ihrer Länder. Die Menschen verstehen nicht die bevorstehende Gefahr. Das ist das, was mich besorgt. Während sie so tun, als ob es nichts Besonderes ist, steuert die Welt in eine neue Dimension der Gefahr, die unumkehrbar ist. Ich weiß nicht, ob sie diese Dimension verstehen.